Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrumbunker. Wenn ein Asteroid auf die Erde zurast, dann wird auch dem größten Optimisten schnell klar sein, was die Stunde geschlagen hat. Die meisten Weltuntergänge allerdings sind nicht so einfach im Voraus zu erkennen. Und traditionelle Methoden wie der Maya-Kalender oder zugedröhnte Priester dieser oder jener Gottheit haben sich in der Vergangenheit als unzuverlässig erwiesen. Deswegen suchen Wissenschaftler heute nach den verräterischen Veränderungen komplexer Systeme, die zuverlässig auftreten, bevor zum Beispiel Kommunikationsnetze, Ökosysteme oder die gesamte Weltwirtschaft zusammenbricht. Besonders aufschlussreich ist dabei, wie schnell sich der Normalzustand wieder einstellt, wenn ein solches System durch eine kleine Störung aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Zum Beispiel, wenn eine Pflanze eine Weile nicht gegossen wurde und die Blätter hängen lässt. Ein gesundes System wird sich relativ schnell wieder einpendeln. Wenn sich ein System aber den kritischen Punkten nähert, an dem es vom Zusammenbruch bedroht ist, braucht es immer länger, um sich von kleinen Störungen zu erholen. Hier mal ein Beispiel aus einer Veröffentlichung von 2007. Diesen Verzögerungseffekt bezeichnet man dabei als Critical Slowing Down. Das Phänomen kennt man in der Physik von Phasenumwandlungen schon eine ganze Weile. Und in den letzten Jahren ist Critical Slowing Down auch bei Tierpopulationen oder Ökosystemen in der Biologie oder bei vergangenen Klimawandeln nachgewiesen worden. Einige Wissenschaftler vermuten inzwischen, dass alle komplexe Systeme, die vor dem Zusammenbruch stehen, dieses Verhalten zeigen. Vor diesem Hintergrund ist es ganz interessant, dass die Asienkrise von 1997 nach etwa 2 Jahren vorbei war, während der große Finanzcrash von 2008 uns auch heute noch treu begleitet. Und bekanntermaßen verruhen in Krisensituationen ja auch so ein bisschen die Sitten. Und wenn es dann ganz dicke kommt, werden dabei sogar strenge Vegetarier zu Kannibalen. Taufliegenlarven zum Beispiel. Die Tiere fressen normalerweise vergammelnde Pflanzenreste. Aber Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass die Viecher durchaus gerne mal ihre Artgenossen verspeisen, wenn es denn zu Nahrungsmangel kommt. Dann stürzt sich ein Mob agiler, junger Taufliegenlarven auf ältere, fette Taufliegenlarven, die sich gerade verpuppen wollen, und fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Normalerweise kommt das bei den Vegetariern nur recht selten vor, aber man sollte die Taufliegenlarven nicht unterschätzen. Durch geduldige Zucht haben Schweizer Wissenschaftler nämlich jetzt einen Stamm von Kannibalen-Taufliegenlarven erschaffen, der nach 100 Generationen an den Beißwerkzeugen 20% mehr Zähne hatte und die deswegen zu recht effektiven Jägern geworden waren. Die Forscher vermuten, dass über längere evolutionäre Zeiträume auf diese Weise tatsächlich Pflanzenfresser auch zu echten Fleischfressern werden können. Und sie zitieren Beispiele von Taufliegenarten, bei denen es wohl tatsächlich so kam. Es ist also vielleicht eine gute Idee, wenn ihr dafür sorgt, dass eure Hamster immer genug Futter haben. Sicher ist sicher. Ja, und das war es für diesmal mit Wir werden alle sterben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.